Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business-Fragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurauter und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Arten des Crowdfundings. Vereinfacht gesagt ist Crowdfunding nichts anderes als eine alternative Finanzierungsform, bei welcher Einzelpersonen, Investoren und Unternehmen dem Projektinhaber Kapital mit oder ohne Gegenleistung zur Verfügung stellen. Natürlich als Unterstützung hierfür, dass der Projektinhaber die Realisierung seines Projektes vorantreiben kann und sein Projekt in die Tat umsetzen kann. Und hierbei unterscheiden wir unterschiedliche Arten des Crowdfundings. Die vier wohl bekanntesten Arten des Crowdfundings habe ich Ihnen hier mitgebracht. Hierzu zählt einerseits einmal das Donation-Based Crowdfunding. Diese Form des Crowdfundings kommt vor allem bei Kreativen und bei Künstlern bzw. auch in der Kulturszene vor. Und hier, dieses Modell des Crowdfundings kann man sehr stark mit einer Spendenaktion vergleichen. Also hier geben zahlreiche Personen Kleinbeträge an den Projektinhaber als Unterstützung für die Realisierung seines Projektes. Und die Gegenleistung hierzu fällt sehr, sehr gering aus. Also beispielsweise nur in Form eines Dankeschreibens. Die zweite Form des Crowdfundings ist wahrscheinlich die am häufigsten eingesetzte Form des Crowdfundings und eine sehr verbreitete Form. Und bei dieser bekommt der Geldgeber auch eine Gegenleistung, also entweder eine materielle oder eine ideelle Anerkennung für die Unterstützung dieses Projektes. Das kann hier in diesem Beispiel oder im Zusammenhang mit diesem Crowdfunding-Modell beispielsweise der Vorverkauf von Produkten sein, oder beziehungsweise dieses Crowdfunding-Modell kommt vor allem zum Vorverkauf bei Produkten ein. Das heißt, wenn ich hier Geld spende, dann habe ich im Vorhinein dieses Produkt schon gekauft, bevor es überhaupt auf den Markt kommt. Und wichtig ist aber hierbei auch noch anzumerken, dass es hier zu keinem Geldrückfluss an den Unterstützer kommt. Also das können Sie sich vorstellen, wie wenn Sie eine Ware gekauft haben, da bekommen Sie das Geld nicht retour. Und Sie bekommen auch keine Verzinsung oder ähnliches dafür. Dafür erhalten Sie dann eben als Gegenleistung beispielsweise das Produkt. Die dritte Form des Crowdfundings, also Lending-Based Crowdfunding. Hierbei handelt es sich um eine Form von Krediten. Also hier stellen private Geldanleger dem Projektinhaber Geld in Form von Mikrokrediten zur Verfügung. Und diese Mikrokredite sind dann in weiterer Folge natürlich auch wieder zurückbezahlen mit einer vereinbarten Verzinsung. Und diese Verzinsung kann aber auch in Form von Naturalzinsen beispielsweise erfolgen. Und zu guter Letzt kennen wir dann noch das Equity-Based Crowdfunding. Und so wie der Name hier eben auch Equity bereits sagt, handelt es sich hierbei um eine Art Beteiligungsfinanzierung. Und das bedeutet dann in weiterer Folge, dass zahlreiche Investoren sich mit Kleinbeträgen an einem jeweiligen Unternehmen beteiligen und dadurch die Realisierung des Projektes ermöglichen, aber dementsprechend auch eine kleine Beteiligung am Unternehmen haben. Ja, und somit sind wir dann auch schon wieder am Ende unseres heutigen Videos angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch bzw. ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen.